Wir haben hier einen Großbrand im Ortsteil Wittlingen. Hier ist beim Eintreffen oder bei der Alarmierung um ca. 1 Uhr heute Nacht ein Brand gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude im Grunde genommen schon im Vollbrand, zumindest der obere Teil. Das Feuer hat sich zwischenzeitlich in den unteren Teil durchgefressen. Es handelt sich um ein Gebäude von einer großen Elektrofirma, die Photovoltaikanlagen herstellt, oder nicht herstellt, sondern vertreibt. Und dadurch haben wir natürlich auch ein gewisses Gefahrenpotenzial hier. Zurzeit haben wir momentan 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr, etwa 12 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes. Insgesamt haben wir circa mit Polizei, mit allem drum und dran, etwa 35 Fahrzeuge hier im Einsatz. Unter anderem auch unser Gerätewagen Messtechnik, der jetzt hier Messungen macht im Umfeld und eben abklärt, ob irgendwelche Gefahren im Brandrauch drin sind. Das Gebäude stand im Vollbrand, also sprich, man konnte auf Sicht schon anfahren. Das heißt, wir haben im Grunde genommen das von Seitenhängen, wo wir hauptsächlich anfahren, die Abteilung Stadt, dann im Grunde genommen das Feuer schon von Weitem gesehen. Also das war offen. Wir haben ja hier oben natürlich ein massives Wasserproblem, muss man schon sagen. Wir haben jetzt aber mit vielen Kräften und umliegende Feuerwehren Wasserversorgung aus dem Ortskern raus aufgebaut. Der Wasserbehälter selber, der hier für dieses Gebiet zuständig ist, wurde von uns angezapft. Und wir haben jetzt momentan gerade die Phase, wo wir genügend Wasser hier haben. Gott sei Dank ja, aber in der Anfangsphase hat man da halt massive Probleme, genügend Wasser hier an die Einsatzstelle zu bekommen. Gott sei Dank hat man zumindest so viel Wasser zur Verfügung, dass man das eigentliche Wohnhaus, das neben dran steht, halten konnte, wo auch die ganze, sage ich mal, Technik der Firma drin ist, also der Serverraum. Da konnte man also im Grunde genommen dieses Wohnhaus dann halten, sodass da nicht noch ein zusätzlicher Schaden ist. Aber die Halle selber ist im Grunde genommen komplett runtergebrannt und auch zwischenzeitlich zusammengestürzt. Wir fahren momentan mit zwei Drehleitern, eine von uns selber, von der Feuerwehr Urach, und eine zweite Drehleiter aus der Nachbargemeinde Dettingen-Erms. Und die stehen vor und hinter oder nördlich, südlich von den Gebäuden. Also zum großen Teil konnten wir sie halten. Es gab noch ein paar kleinere Schäden, sage ich jetzt einmal, hier im südlichen Bereich, wo noch ein Wohnwagen, Vermietung und Betreuung ist. Die haben oben noch ein paar Lichter oder Fenster, Kunststofffenster, die verschmort sind. Und auf der anderen Seite gab es noch gegenüber ist eine große Zimmerei, die hat auch noch ein paar Fahrzeugschäden. Aber das muss man halt bei Tageslicht dann erst abschätzen, was da genau ist. Aber sagen wir mal, im Großen und Ganzen hat es zumindest die umliegende nicht so massiv erwischt und man konnte die Gebäude auch Gott sei Dank halten. Bisher haben wir keine bekannte Verletzte, also uns ist nichts Größeres bekannt. Klar, es haben natürlich die eine oder andere versucht, ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen, stand dann im Brandrauch drin, wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Aber mir ist bisher nichts bekannt, dass irgendjemand schwerer verletzt ist oder ins Krankenhaus hat müssen. Ja, das ist jetzt eben der nächste Punkt, das Löschwasser, das auf die Straße rausläuft, friert uns sofort an, weil wir eben hier im Minusbereich schon sind. Wir haben jetzt Streumittel an die Einsatzstelle geordert, um hier eben diese Sache abzustreuen. Was anderes bleibt uns leider Gottes momentan nicht übrig. Also momentan ist es so geplant, dass wir die Halle jetzt auf jeden Fall erst einmal halten, so gut es geht, oder besser gesagt die umliegenden Gebäude halten und dann im Grunde genommen wenn es Tageslicht wird, wenn man sieht, wie es aussieht, auch mal eine vernünftige Erkundung drumherum machen kann, dass man dann im Grunde genommen mit Baggern die Halle auseinanderzieht und dann Nachlöscharbeiten macht. So ist zumindest der momentane Plan. Also ich gehe jetzt einmal davon aus, dass der im Laufe des Tages noch weitergeht, ja auf jeden Fall. Das sind momentan natürlich die Feuerwehr Bad Urach mit sämtlichen Abteilungen im Einsatz. Wir haben die Feuerwehr Dettingen hier, wir haben die Feuerwehr Metzingen hier mit einem Abrollbehälter Großbrand, also Löschmittel. Wir haben die Feuerwehr Reutlingen, die Berufsfeuerwehr hier mit einem Messtrupp und auch mit einem Artenschutzcontainer. Dann Grabenstätten, die Feuerwehr Römerstein. Das sind so die umliegenden Feuerwehren, die wir halt hier jetzt mal mit alarmiert haben, wo wir eben durch diese
Wasserprobleme, nenne ich es jetzt einmal, dann am Anfang auf jeden Fall schnell gebraucht haben. Und das DRK, wie gesagt, jetzt momentan mit 12 Mann, die uns dann auch hier mit warmen Getränke und mit kleinen Snacks versorgt. Also ich habe mitbekommen über den Handyalarm und habe die Feuerwehr in Bad Urach gehört, wie sie ausgerückt ist, und bin dann, nachdem ich gesehen habe, um was es sich handelt, direkt hier hochgefahren und war so um 1.15 Uhr, 1.20 Uhr in der Einsatzstelle. Der erste Eindruck, als ich hochgefahren bin und ich in Wittlingen oben angekommen bin, habe ich den mega Feuerschein gesehen und habe gewusst, das ist was Großes. Und ja, bin jetzt seither circa 4 Stunden hier oben, um einfach auch mitzuverfolgen, welche tolle Arbeit hier geleistet wird von den rund 150 Einsatzkräften, die hier vor Ort sind, inklusive DRK. Die Gemeinde unterstützt über unsere Stadtwerke wegen der Wasserversorgung. Natürlich, das DRK ist dann auch mit dabei, um die Feuerwehrleute auch zu unterstützen, beziehungsweise auch unseren Rettungsdienst dann sicherzustellen. Ja, und als Bürgermeister ist man hier, um sich zuerst mal vor Ort ein Bild zu machen und natürlich dann auch mit zu koordinieren und zu entscheiden, welche weiteren Maßnahmen hier getroffen werden.